Hallo So. Leute und willkommen zurück hier zur Thief Challenge. Ah, so, So, der so. Marc verabschiedet sich gerade, kann das sein, von der Luna Moon. Und was macht die Maya? Ihr Die Böser. macht da ein paar wundervolle Dehnübungen. Ich habe gestern Immer. offscreen nochmal ein bisschen bei den Klamotten rumprobiert, beziehungsweise habe der Maya auch nochmal verschiedene Party-Outfits gegeben, ein paar Kleider und so, damit wir da zu gegebener Zeit auch noch ein bisschen Abwechslung drin haben. So, und die Frage ist, was machen wir jetzt? Ach ja, Leute, erstmal, wenn die Folge heute ein bisschen später als 17:30 Uhr kommt, dann tut es mir sehr leid. Es ist gerade, ja, ich nehme gerade ein bisschen spät auf, deshalb, wenn die Folge später kommt, sorry. Und ihr habt mir geschrieben, dass wir Marc und Maya zu Verbrecherkumpanen machen sollten, denn dann können die beiden auch gemeinsam klauen, also wenn der andere daneben steht. Und dafür müssen wir mit Maya an ihrer Schelmfähigkeit arbeiten. So, du gehst jetzt erstmal zum Klo, okay? Und Maya könnte rein theoretisch schon wieder irgendwas mitnehmen. Die Frage ist, nehmen wir tatsächlich hier noch etwas mit? Die Geige kann sie ja noch nicht, ne? So weit sind wir ja noch nicht. Nee. Außerdem werden wir dann wieder beobachtet. Was ist mit dem Bild? Ach Mann, wir können nicht mal das mitnehmen. Das ist natürlich blöd. Die Lampe würde gehen, das ist aber gerade wirklich zu auffällig. Ich gehe davon aus, dass wir dann erwischt werden. Und deshalb, oh, hat die gerade ein Selfie mit den alten Leuten gemacht? Ich glaube ja, ne? Und deshalb würde ich fast sagen, wir gehen woanders hin. Das war jetzt nett hier und wir haben ein bisschen mit Maya was geklaut, mit Marc leider nicht. Und deshalb, wo möchte ich denn gerne mal hin? Was haben wir denn noch? Ah, ich weiß, wo ich hin möchte, oder? Nee, da kann Maya ja auch noch nichts klauen. Sie ist ja noch nicht so weit. Wir müssen mit ihr ja noch kleine Gegenstände klauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier etwas klauen können. Alte Ruine. Ich würde da nämlich tatsächlich gerne mal hin. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Oh Mann, diese Musik immer. Unglaublich. So, warum ich hier wo hin wollte, ist eigentlich ganz einfach. Wir haben hier diese schönen Büsche und die beiden hatten noch kein Techtelmechtel. Und ich finde das ganz cool, wenn die hier. Huch, was ist das denn? Wenn die hier ein bisschen herumtechtelmechteln würden. So, Maya, kannst du das klauen? Kannst du hier überhaupt was klauen? Das wäre jetzt natürlich tragisch, wenn wir hier gar nichts mitnehmen können. Das sieht fast so aus. Kann sie das mitnehmen? Nein. Es sieht fast so aus, als könnten wir hier gar nichts klauen. Was mit so einem Schild? Versuchen zu stehlen. Gut, ich denke, das ist erstmal besser als nichts. Außer natürlich, die alte Troller läuft da jetzt hin. Pass mal auf, Marc. Ich habe eine Idee. Du lenkst die gute Sarah mal ab, obwohl das ist überhaupt nicht die Sarah aus The Walking Dead. Das ist wieder irgendeine zweite Sarah, die ich hier gar nicht haben wollte. So, klauen wir jetzt einfach mal so ein Schild. Ich meine, besser als nichts, ne? Kleinvieh macht auch Mist. Das wird uns nicht viel bringen. Aber okay. So, Maya hat einen Gegenstand mitgehen lassen. Wie lange? 2 Stunden. Ach, das geht ja voll klar. So, und dann würde ich sagen, ihr zwei könnt ihr erstmal gerne Techtelmechtel im Busch. Geht das schon? Wird es jetzt schon einfach so gehen? Ich dachte jetzt, dass wir vielleicht erst noch ein bisschen was Romantisches machen müssen. Maya, kommst du? Vor allem, sie wird das jetzt sehen. Da ist sie wahrscheinlich gar nicht so begeistert von, oder? Weil die starrt da jetzt auf ihr Handy. So, ihr zwei, wie sieht's aus? Kommst du da nicht hin? Pass mal auf, wenn wir das so machen, bestäuben, Nickerchen machen. Hö, warum nicht? Ihr seid doch, Techtelmechtel im Busch, ihr seid doch eigentlich ganz gut drauf. Also ihr seid nicht mehr so gut befreundet, aber mit der Liebe ist doch noch alles okay. Was war das denn? So, rein in den Busch, Leute. Sie sieht es. Sie sieht es. Ich glaube, sie stellt sich genau dahin, ne? Puh, da gibt's was auf den Hintern. So, dann mal rein in den Busch. Oh, ich glaube, die Sarah ist echt weg. Ach Leute, die haben ihr erstes Techtelmechtel einfach mal so im Busch bei einer Ruine. Ist das schön? Aber dann hätten wir das auch erledigt. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, hat jemand geschrieben, das ist ja merkwürdig, man zieht zusammen und hatte noch nicht mal ein Techtelmechtel. Das ist ja ein bisschen die Katze im Sack kaufen. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Diese Geräusche dann immer. Na, habt ihr es bald, ihr zwei? Mit Feuerwerk sogar. Oho. Oho. Wie sie da immer rauskommen. Ach, toll. Ich mag das so. Er ist glücklich, sie nach wie vor energiegeladen. Und wie sieht es sonst so mit euren Bedürfnissen aus? Ja, ganz okay eigentlich, ne? Was macht ihr jetzt? Sie will Liegestütze machen. Oh, wie süß.
Oh, wie süß. Sie will da Liegestütze machen. Ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, Knuddeln, wenn ich jetzt mit ihm ein bisschen Unfug treibe, dass er das nicht so witzig findet. Das sollte ich vielleicht lieber mit anderen Sims machen. Küssen, einen Kuss hauchen. Ja, ihr könnt noch mal ein bisschen flirten danach. Und vielleicht auch allgemein noch mal ein bisschen was Freundliches machen. Umarmen, tratschen, tiefgründige Unterhaltung, nach Tagfragen. Ja, einfach mal so, damit das hier oben wieder ein bisschen besser wird. Oh, was haben wir denn da für ein Kind? Läuft hier einfach mal so ein Kind alleine rum. Und die Erwachsenen techteln, mächteln hier herum. Wer ist das? Noch ein Kind? Okay. Was hat sie vor? Sarah näher kennenlernen. Oh, sie kann gleich schon wieder klauen. Oh, wie süß das ist. Ach, toll. Über Interessen reden und auch nochmal die Wange küssen. 3 Stunden noch. Okay. Und sie kann jetzt gleich schon wieder was mitnehmen. Die Frage ist, was nehmen wir dann mit? Also das Schild ist ja definitiv zu nah an Mark dran. Hier ist sonst nichts mehr. Was ist mit dem da hinten? Das müssten wir doch dann... Warum geht das denn jetzt nicht? Warum geht das denn jetzt nicht? Wir konnten das andere doch gerade auch klauen. Naja gut, das hier vorne hat ja auch nicht funktioniert. Was mit so einer Pflanze? Nein, Lilienpflanze. Das hier auch nicht. Mülleimer. Nein, wir wollen nicht wühlen. Was ist mit so einer kleinen Lampe hier? Auch nicht. So eine Bank? Auch nicht. Na toll, dann war das jetzt nicht wirklich ergiebig, ne? Schade. Wirklich schade. So, dann überlege ich, wo wir jetzt hingehen. Ich meine, hallo, Braue Rainbow. Und stehen hier alle Möglichkeiten offen, ne? Das ist eigentlich ganz cool. Von daher würde ich sagen, gehen wir wieder woanders hin. Wir könnten natürlich auch, pass mal auf, ich hatte ja vorhin vor, nochmal zu den The Walking Dead Charakteren, nee, zu den Silent Hill Charakteren zu gehen. Das machen wir jetzt auch. So, denn hier gab es ja, was macht mein Spiel? Will es mich wieder ärgern? Das ist doch unfassbar. So, jetzt läuft's, hoffe ich. Ansonsten muss ich kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich glaube, es funktioniert jetzt. So, denn hier gab es ja einige sehr wertvolle Gegenstände in diesem wunderschönen Haus. War das überhaupt die Eingangstür? Nee, ne? Wo war denn nochmal? Stimmt, die war hier an der Seite. Doch nicht? Oder doch? Doch, wuss! Was? In der Nähe... Was? In der Nähe ist ein Feuer ausgebrochen. Ach, du Scheiße. Könnt ihr jetzt einfach so hier rein an Tür klopfen? Ach, du Jemine. Ein Feuer ist ausgebrochen. Marc, dann lauf doch mal bitte ganz schnell hin. Ich möchte es hier noch miterleben. Na komm schon, jetzt lauf doch hin. Was? Wo geht der... Oh nein, wo geht der hin? Oh Mann, ich hätte es jetzt... Oh oh. Oh oh, ich hätte es jetzt gerne mit dem Feuer gesehen. Die Interaktion... Och, Mann. Jetzt brennt es da drin. Sie geht erstmal... Oh, sie geht da zum Klo. So, ach, da war die Eingangstür. Und wo brennt es jetzt? Wo brennt es jetzt, Leute? Habt ihr den Brand schon gelöscht? Ich dachte, ich kann das hier noch voll mitbekommen. War das oben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo es hier gebrannt hat. Wo ist denn die Küche? Die ist doch da oben. Ist sie nicht? Boah, dieses Haus ist so unübersichtlich. Wo ist denn zur Hölle die Küche? Ich habe sie doch gerade gesehen. Hier oben. Hier oben ist die Küche. Ach Mann. Ach Mann, jetzt haben wir es nicht mitbekommen. Das ist voll schade. Ach Mist. So, das Gute ist aber, die haben hier relativ viele wertvolle Gegenstände und es sind auch relativ viele Leute da, sodass wir mit Maya ein paar Kleinigkeiten klauen können und in der Zwischenzeit auch ein bisschen Unfug treiben können. Und mit Marc müssen wir dann, glaube ich, noch ein bisschen warten. So, was ist mit dieser Lampe? Können wir die mitnehmen? Oder was ist damit? Zusammen ansehen? Nein. Oh, das ist ja kaputt. Irgendwelche Kindersachen klauen, fände ich ja mega mies. Was ist mit dieser Lampe? Das geht auch nicht. Was ist damit? Auch nicht. Oh nö, sag mir nicht. Sie kann wieder nur... Sie kann echt nur die winzigsten Dinge hier. Versuchen zu stehlen. Pass mal auf, das machen wir. Und ich glaube, Marc macht ja gerade noch was anderes. Es dürfte aber niemand sehen, oder? Sie kommt da runter. Komm, Maya, steck die Lampe ein. Ja, sehr schön. So, und Marc, du bist jetzt beschämt. Wie lange noch? Ja gut, 2 Stunden. Dann bin ich dafür... Jetzt gehen die hier alle raus, oder was? Bin ich dafür, dass wir uns jetzt mit der Maya ein paar Sims suchen, mit denen wir Unfug treiben können. Das ist die Laura, das ist der James Sunderland. Wie wär's denn damit? Stellen wir uns erstmal freundlich vor. Also das Haus ist echt mega schön, aber auch total unübersichtlich, ne? Aber gut, liegt vielleicht einfach daran... Oh, die hätte ich gerne. Liegt vielleicht einfach daran,
dass ich dieses Haus ja auch nicht wirklich kenne. So, ich lasse Magda jetzt noch ein bisschen spielen. Das ist soweit in Ordnung. Ich möchte mich jetzt darum kümmern, dass die Maya hier ein bisschen aufsteigt bei ihrer Schelmfähigkeit. Wo ist denn der Typ jetzt? Wo ist denn jetzt? Ach, hier! Mit der Heather Mason zusammen. Und hier hätten wir auch noch mal das riesig große Bild. Oh, wie cool! Also, wir haben hier in dem Haus schon echt enorm viele coole Möglichkeiten. Das ist schon ganz nett. Maya, ich habe keine Ahnung. Ach, jetzt geht ihr tatsächlich wieder hierhin, um zu plaudern. Ja, gut. Könnt ihr gerne machen. Oh, der sieht aber gerade nicht so glücklich aus, oder? Ist aber anscheinend glücklich. Wo ist. Ach, hier sind sie. Das Haus verwirrt mich. So, dann würde ich sagen, Verschwörungstheorie mitteilen, machen wir einfach mal. Nach wertvollen Besitztümern fragen, machen wir auch. Mit Handschocker reinlegen ist auch immer gut. Bei ihm ist mir das jetzt auch ganz egal, wie er das findet. Erschrecken, ja, machen wir. Blöd ist halt nur, wenn Maya dann beschämt ist, aber sie ist jetzt gerade so energiegeladen. Vielleicht hält sie das ja gut durch. Bitte. Was erzählst du da? Die quatschen hier gerade alle. Die beiden zicken sich da irgendwie an. Oh, kommt jetzt der Handschocker? Ja, der Handschocker. Ach, wie toll. Mark hat Level 2 der Videospielfähigkeit erreicht. Apropos, was mir gerade einfällt. Oh, er könnte schon wieder klauen. Er könnte schon wieder klauen. Okay, das ist natürlich gut. Leute, die Frage ist, was machen wir? Ich muss mal eben kurz auf Pause drücken. Könnten wir das Klavier klauen? Das könnten wir. Bin mir nicht sicher. Ich kann ja jetzt auch leider nicht in den Baumodus. Ich bin mir nicht sicher, was wertvoller ist, das Klavier oder aber das große Gemälde. Die Gemälde sind ja teilweise auch echt viel wert, ne? Oder aber die Gitarre? Wobei ich glaube, das Klavier wird auf jeden Fall wertvoller sein als die Gitarre, ne? Dann schicke ich Mark jetzt erstmal hier hin. Ganz vorsichtig schauen, dass hier niemand. Ah, die Heather kommt da jetzt gerade rum. Nein, geh doch nicht hier rein, Mädel. Mädel, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ey, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Über neueste Spiele reden, dann müssen wir sie wieder weglocken. Was machst du? Du bist da. Ach, das ist eine Toilette. Ach, das ist eine Toilette. Okay. Oh nein. Oh nö, kommt schon. Das ist blöd. Lustig vorstellen, freundlich vorstellen. Das. Nein, jetzt kommt sie auch noch. Nee, sie kommt nicht hier hin. Okay, ich würde die nämlich gerne wieder weglocken. So wie ich das immer gerne tue. Und zwar hier plaudern. Ich hoffe, das reicht. Da so um die Ecke herum. Was machst du jetzt? Liegestütze machen. Okay. So, mein böser Plan geht hoffentlich auf. Versuchen zu stehlen. Schnell abbrechen. Marc, komm schnell, komm schnell, komm schnell. Ist da eine richtige Wand dazwischen? Da ist eine richtige Wand dazwischen. Nimm es mit. Steck es einfach. Ja! Geil! Level 10 der Schellfähigkeit. Ach, ist das cool. So 4 Stunden nur. Oh, dann war das doch nicht so wertvoll. Stopp, Maya. Stopp. War das doch nicht so wertvoll, wie ich dachte. Boah, man muss wirklich so ungemein aufpassen. Hier bei 2 Sims, wenn die irgendwas klauen. Wie sieht es jetzt aus? Kleine Bilder, geht immer noch nicht. Okay, da hättest du vielleicht doch die Lampe nehmen sollen, die du möchtest. Was ist denn damit? Versuchen zu stehlen. Komm, machen wir jetzt einfach mal. Boah, da haben wir aber heute einiges. Stopp. Stopp, Maya. Stopp. Stopp. Haben wir heute einiges erbeutet? Oh nein, bitte. Alessa, komm hier nicht rein. Bitte. Nein, 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 nein. Sehr gut. Sehr gut. Schön, das hat gut funktioniert. So, Maya, lass da jetzt bloß nichts mitgehen. Dann schnapp dir die Lampe hier. Versuchen zu stehlen. Oh Mann, ey. Los, Tür zu, sonst sieht er das hier. Oh, sehr gut. Wir haben es gepackt. Oh, das ist schön. Was hat Marc jetzt vor? Plaudern. So, Hungerhygiene ist jetzt gerade ein Problem und bei dir nur der Hunger. Das würde jetzt 2 Stunden, huch, das würde 2 Stunden dauern und das dauert, wie gesagt, 4 Stunden. Wisst ihr was denn? Würde ich sagen, gehen wir nach Hause, verkaufen wir unsere Beute oder stellen unsere Beute auf, je nachdem, was wir damit tun wollen und dann erfüllen wir erstmal die Bedürfnisse, bevor es dann weitergeht. So. Da sind wir wieder. 18.000 Simoleons haben wir. Und ich bin dafür, dass der Marc sich jetzt erstmal. Nein, du sollst nichts kochen. Ich glaube, wir haben noch was. Dass der Marc sich jetzt erstmal was zu essen schnappt. Wie viele sind davon noch da? Ach, 7. Das ist ja voll gut. Und Maya, du nimmst dir auch was. Okay, kannst du machen. Haha. Ja, beide energiegeladen. Das ist doch schön. Dann gehe ich mal eben ganz kurz in den Baumodus. So, das Klavier. Was?
Was? Also da hätte ich wirklich gedacht, dass es um einiges mehr wert ist. Schade, hätte ich mal das Bild genommen. So, das kommt weg. Die bringt auch nur 90. 125. So, verkaufen wir das Klavier? Ja, ne? Ich würde sagen, ein Klavier brauchen wir momentan nicht wirklich. Wie gesagt, Grundstückswert ist mir auch erstmal egal. Ich möchte mir Geld zusammenklauen. Das ist das Wichtigste. Und ja. Dann müssen wir mal gucken. Marc, warum nimmst du den nicht? Seid ihr wieder doof? Seid ihr wieder ein kleines bisschen doof, Maya, wenn ich jetzt sage, du sollst dich hier hinsetzen? Seid ihr ein bisschen blöd? Ah, jetzt nimmt er sich endlich was. Das ist schön. So, dann schnappt ihr das mal und dann bin ich dafür, dass du dich auch hier hinsetzt. Könnt ihr zusammen, weiß ich nicht, ein bisschen Fernsehen schauen oder so? Und dann gucke ich mal eben kurz. Nein, hier wollte ich gucken. Oh, Schelm Level 4 schon. Ja doch, es geht voran. So, er müsste ja, genau, er müsste Level 10 haben. Und dann kann ich eventuell noch ein bisschen mit Marc bald programmieren, oder? Hm, nee, er müsste eigentlich auch noch duschen. Er müsste auch noch duschen. Wie sie ihn anschaut. Pando. Ach, toll. Ja, ich bin wirklich froh, dass ich mich für Maya entschieden habe, muss ich sagen. Ich mag sie. So, ich glaube, das Essen spule ich jetzt aber gerade mal vor. Ist sie schon fertig? Ach, die sind beide schon fertig. Das ging fix. So, Maya ist nur müde. Pass auf, schicke ich dich direkt ins Bett. Marc geht auf jeden Fall vorher noch duschen. Schnell duschen, erfrischende, nachdenklich. Nimm von mir aus eine dampfende Dusche. Das ist mir egal. Geht das überhaupt noch in den Mülleimer? Geht das da überhaupt noch rein? Ja, weil der nämlich so voll ist, ne? Müssten wir auch mal bei Gelegenheit tatsächlich ausleeren. So, sie schläft, er ist in der Dusche. Na gut, ich glaube, zum Programmieren kommen wir dann heute doch nicht mehr, ne? Aber ich bin wieder froh, dass sie beide um eine einigermaßen vernünftige Zeit ins Bett gehen. Gut, Maya wird dann gleich irgendwann schon aufstehen, aber das macht ja nichts. Dann kann sie ja auch noch ein bisschen hacken, beziehungsweise programmieren erstmal. Hacken kann sie ja noch gar nicht. So, Madame, die letzten Minuten. Und du bist wach, das ist sehr schön. Dann kannst du von mir aus tatsächlich direkt an den PC gehen. Ich weiß wieder nicht. Oh, wir haben ja Rechnung. Oh, stimmt, dann sollten wir vielleicht mal die Rechnung bezahlen. Habe ich total vergessen. Das ist ja kein Ding. Ich meine, 1000 Simoleons können wir mal eben bezahlen. Das ist jetzt nicht so wild. So, und sie ist wieder konzentriert. Witze schreiben, programmieren üben. Das kannst du dann danach mal bitte machen. Mhm. Mm. Ja, 1437, das geht klar. So, Marc, du schläfst jetzt noch, gehst dann zur Toilette. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ja, der Müll muss gleich echt ausgeleert werden. Ja, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Am besten wieder zum Silent Hill Haushalt. Und da auf jeden Fall das riesige Gemälde mitnehmen. So, Marc, reicht es jetzt? Ich glaube, ja, ne? Du könntest jetzt rein theoretisch gleich dann schon zur Toilette gehen. Also, was mir hier wirklich fehlt, ist Musik, ne? Ich sollte mir wohl doch mal eine Anlage kaufen. Komm, Marc, du kannst jetzt aufstehen. Ich sollte mir echt mal eine Anlage kaufen. So, und danach, wenn du auf Toilette warst, kannst du noch den Müll ausleeren. Und du bist da jetzt hochkonzentriert am Programmieren. Ist natürlich auch schön. Ja, sie bekommt dann früher oder später schon wieder Hunger, aber das macht nichts. Weil wir vermutlich gar nicht so lange bei den Life is Strange Charakteren bleiben werden. Deshalb würde ich sagen, Marc, was machst du jetzt? Nee, nee, nee. Ach, bei den Life is Strange Charakteren, Leute, ich bin wieder so durch, ne? Wie immer. Ich meinte natürlich bei den Silent Hill Charakteren. So. Das da unten übrigens, das ist übrigens das Outfit, was ich Maya jetzt gegeben habe. Ich habe ja gesagt, ich werde ihr noch ein anderes geben, was mir persönlich ganz gut gefällt. So, nimmst du Maya mit? So, da sind wir auch schon wieder und jetzt werde ich von vornherein hier diese Tür benutzen. Maya, ah, jetzt hat sie das Outfit an. Ach, schön. Gefällt mir, wobei ich mir da echt nicht sicher war, ob ich das mit den Haaren so lassen soll. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht, damit es ein bisschen abwechslungsreich ist. Aber, ja, keine Ahnung. So, dürfen wir rein? Das ist sehr nett, Maya, hier hingehen. So, Marc, als allererstes, mein Lieber, gehst du nach oben und zwar hierhin. Wir müssen nur aufpassen. Ach, jetzt geht sie darum. Oder kommt sie hier rein? Ah, sie kommt hier rein. Okay. So, dann müssen wir jetzt erstmal nur aufpassen, dass sie da nichts anderes klaut. Er kommt jetzt nach oben. Wo auch immer er ist. Ich habe keine Ahnung, da ist Marc. Okay.
Was macht sie? Sie steht da gerade noch irgendwo rum. Okay, ich gehe davon aus, dass das jetzt hier aber funktionieren sollte. Versuchen zu stehlen. Oh, Moment, Moment. Ich habe da gerade jemanden kommen sehen, oder? Nein. Nein, habe ich nicht. Sehr gut. Steck es ein. Steck es ein. Ja, juhu. Warum kam denn diesmal gar keine Musik? Sonst kommt doch immer so fröhliche Musik. So, Maya, was nehmen wir jetzt mit? Küssen. Ich finde es toll, dass du ihn küssen möchtest, aber, können wir. Sind wir schon so weit? Level 4? Ich weiß es gar nicht. Lampen, passt mal auf. Was ist mit dem Gemälde hier? Kann sie das schon? Nein, zusammen ansehen. Kann sie diese kleinen Gemälde? Nein, zusammen ansehen. Sie kann echt noch gar nichts, ne? Wir sollten uns auf Lampen konzentrieren. Oh Gott. Also, dieses Zimmer ist ja mal abgrundtief hässlich. Deshalb nehme ich jetzt diesen abgrundtief hässlichen Teddy damit. Ach ja. So. Schön. Marc, was machst du jetzt? Du stehst da einfach nur rum. Das war doch echt wieder nett hier, ne? Immer ein ganz nettes Häuschen. Kommst du da nicht rein? Ist die Tür. Doch, geht doch. Das funktioniert doch. Pass auf. Und dann kannst du versuchen zu stehlen. Hier vorne? Ich erkenne dein Problem nicht. Du kommst aus irgendeinem Grund nicht dran. Lampe, möchtest du das hier mitnehmen? Komm, nimm das mit. Das ist auch einfach abgrundtief hässlich. Jo, pack es ein. Sehr schön. Hat funktioniert. So, und was wollt ihr jetzt machen? Küssen. Ihr wollt hier echt lieber unter euch sein, ne? Als mit den anderen. Kann das sein? Aber die sind auch immer so verstreut hier im Haus. Ich habe gar keinen Plan, wo die immer alle rumhängen. Da wäre auch noch eine Gitarre gewesen. Alter, wie viele Räume haben die hier? Das ist so unmöglich. Wo seid ihr jetzt, ihr zwei? Wo lauft ihr jetzt hin? Wo lauft ihr hin und küsst euch? Ach, toll. Ihr seid süß vor dem Spiegel. Ach, schön. Das gefällt mir. Wollt ihr vielleicht, huch, wollt ihr vielleicht noch mal ein bisschen knutschen? So, Zuneigung ausdrücken, Baby machen. Heiratsantrag, ja, nee, ewige Liebe erklären. Ich glaube, dafür ist es jetzt noch ein bisschen zu früh. So Händchen halten, flirten, einen Kuss hauchen, verführerisch flüstern, nee, einfach nochmal küssen, weil das hier so schön ist. Und weil ich die beiden so gerne so auf dem Thumbnail hätte, sie in ihrem neuen Outfit. Gut, Leute, ich würde aber sagen, das war es jetzt für diese Folge. Wir waren tatsächlich sehr erfolgreich, muss ich sagen. Das freut mich. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich finde das gerade mega witzig hier vor dem Spiegel. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.